Also RP als Betrunken, da kriegst du schon mal hin. Ja, Pablo hat nicht die normalen Wirkungen. Er ist am Anfang voll nervös, durchgeknallt und weiß nicht, und dann wird er irgendwann müde. Und durch die Müdigkeit erscheint die Dummheit. Ja, also... Schon ganz wild. Ah, ich brauche jetzt echt mal was zu essen. Langsam. Also auch im Real Life. Deswegen, ich bin gerade eins mit Pablo. Aber wir gehen noch gleich einkaufen. Oh. Ich habe ja das Öl nicht geladen. Er hat ja das Öl geladen. Gott. Ich bin ja jetzt leer wieder. Weil die Dinger müssen ja morgen Abend leer sein, wenn die eine Stunde beim Folierer sind. Ich fahre dem Dulli einfach hinterher. War eigentlich noch nie gut, dass man dem Dulli einfach hinterher fährt. Aber die Karre immer rumklasse, gell? Ah, sage mal. Eigentlich Blechle. Ich könnte euch auch so einen Charakter mit Dialekt spielen, ne? Da wäre ich auch wieder lustig, wäre ich da. Aha, hi, Udo, mein Name. Sag ich dir, jetzt Straßenrennen mit dem Ding. Safe wäre sogar was los. Ruf Dennis an, der kommt mit seiner Japan-Karre. Alte Start. Schön. Ruhe Störungen noch oben zu machen. Du guckst, dass der Kofferraum zugeschlossen ist. Tag der auf Tür spielen. Ihr habt den Kofferraum zugeschlossen. Du hast gehört? Bestimmt. Ich hab zugeschlossen. Also hast du zugeschlossen, ja, perfekt. Ah, jetzt muss man nur die scheiß Tür hier zubekommen. Ah, egal, komm. Es ruft. Aber ich bräuchte jetzt echt mal dringend was zu essen, also fahren wir gleich mal in den Burger-Shot. Jo. Mir ist echt gerade schon ranzübel, also ich kotze dir gleich her. Also am besten nichts essen. Ah, doch, doch. Oh, im Kotze kommt der Brecher. So bin ich auch letztens mit deinem Auto gefahren. Ah, ja, dann hat die Polizei gesagt, was soll der? Scheiß. Ja, schöne gute Tag. Ich würde gern zwei Happy Meals nehmen. Oder wie der Scheiß bei Ihnen heißt. Hä? Danke. Noch eine Klamotte einkaufen gehe, gell? 100, ne? Gell? Die Zahl, die passt. Du, wenn du Geld brauchst, da drin ist ein Automat. Ich hab glaube ich noch. Komm, ja, ich fahr. $850. Ich fahr. Komm, lass mich fahren. Nee. Steig ei. Xer.
Na ja, klar. Fährst du hin? Tanke. Nö. Fährst du dann hin? Ja, rüber. Wie rüber? Ich meine jetzt ganz runter zum Kleidungsladen und dann kriegst du fertig. Und dann wieder über das Central Park nach oben oder was? Nö, dann direkt hoch. Na, okay, verstehe. Ey, ich kotze dir noch ins Auto, ich sag das. Du fährst wie die letzte Drecksau. Also dir schnelleres Auto geben mit 770 PS, das wär's wie Suizid. Ja, er braucht halt mehr Grip dann das Auto. Ja, ja, na klar. Jo, da stand ein Porsche einfach in der Gang, in der Gasse, hast du gesehen? Ne? Oh! Konzentrier mich hier. Digga, entspann dich doch mal. Der Porsche war da voll in der Gasse gestanden, Mann. Und was geht denn hier ab? Was geht wo ab? Da standen zwei Leute mit einer Limousine, drei, vier Leute. Ich würde mich nicht so umdrehen, Bruder. Ich würde so umdrehen. Aber du Dudes mit dem Auto. Ja, die gequatscht haben. Alle in Schwarz. Limousine war dann auch nicht, ne? Also Halbding. Das so. Oder ich weiß nicht, wo wir sind, ne? Hier? Sind die Dukes? Bei den Brokers. Ich seh schon. Gang, gang. Da waren die Roten, Alter. Sind wir durch die Hut gefahren? Einfach so dicke Eier, Bro. Lass mal Pink anziehen. Sagen, wir sind die neue Farbe. Obwohl, Pink gibt's, glaub ich, sogar schon. Ja? Geh mal aus dem Bild, Mann. Ja, du bist ein Spast. Guck dich an, du hin. Ich hab ne coole Mütze. Eine Weihnachtsmütze. Hast du dir. Hey, aufpassen. Ja, Bruder, wir haben die gleiche Cap auf, Mann. Ich will nicht eine, wo Civilist draufsteht hinten. Ja, ich will nicht eine, wo man, wo nach vorne ist, Mann. Das sowieso nicht. Nimm mal, glaub, gar keine Cap, Mann. Ich nehme ab sofort einen Hut, Mann. Sehe ich gut aus, Digga? Ich sehe die nicht. Sagst du, Hut ist gut oder Hut ist nicht so gut? Ah, weiß nicht, ich glaube, Hut fühle ich nicht. Auch nicht, Mann. Aber weißt du, für die Zukunft. Ah! Weißt du, für die Zukunft, Digga. Ich sehe die nicht. Ah, Digga, warte. Ich zeig's dir, Bruder, warte. Ich glaube, der Abstand reicht, oder? Ja, da passt. Okay. Sagst du, wir werden jetzt auch sofort die Hutträger? So, hier. Ganz. Ja, klar.
Hier. Zack. Ja, Schurz. Kann ich mich da vorne in die Hut reinstellen? Tschüss. Dann kannst du Gang Gang sagen, Alter. Ey, weißt du, wir haben nichts gegen die Gangs eigentlich, ne? Aber nehmen sie trotzdem jedes Mal Hops, Mann. Vor denen sollte man doch eigentlich irgendwie Angst haben oder so, oder nicht? Quatsch. Respekt. Keine Ahnung, wie man das nennt. Okay, ich mach den ganz neuen Fresh and Style. Ja, okay. Sieht aus wie so ein Dulli, Alter. Digga, Vorsicht. Sieht echt aus wie ein Dulli. Ich sehe aus wie ein Möchtegern-Anwalt. Oh Mann. Wo haben die denn jetzt Skinny Jeans, Alter? Ah, hier, nee, da hat Skinny Jeans gefunden. Ach, schon, nee. Ah ja, das ist solide, Mann. Was? Nee, was ich gerade hatte. Achso. Zieh mir eine rote Krawatte an, dann sehe ich aus wie die Dullis. Was waren das eigentlich für welche? Keine Ahnung, Alter. Ich hat's verstört, dass die eine auch mit der scheiß Dingmaske drin saß, mit der scheiß Wolfsmaske. Ja gut, die war auch verstörend, ja, da hast du schon recht. Aber Bruder, ich sehe solide aus, oder? Siehst aus wie ein Möchtegern-Business, Dudi. Ja, was für ein Möchtegern-Business, Dudi? Ich sehe einfach mal ordentlich aus, Mann. So kann ich zum Gewerbeamt gehen, oder nicht? Ja, prinzipiell kannst du das machen. Eigentlich gekauft. Einmal wieder einpacken, aber ich will noch was True Gang-mäßiges. Wissen Sie, das Küske? Ich will auch dazugehören. So. Was tragen denn solche Leute? College-Jacken, oder? College-Jacken. Ist das auch ein schön, so eine College-Jacke? Und. Außer bei verschiedenen Schauen gibt es einige. Broker. Ah, nee, Mann. Warum hast du eine, die hast du dir schon eine rausgesucht, Diggi? Ja, ja. Welche? Ich hab. Bei Bomberjacke offen. Bomberjacke offen. Trickster schwarz-gelb. Das matcht dazu meinen Schuhen. Bomberjacke. Offen, sagst du? Ja. Er ist Trickster.
Schwarz. Wieder. Nee, ne andere. Wieder. Noch eine andere. Ey, Chica, gib mal alle Trickster-Jacken, die du hast. Dira. Okay, sind wir Trickster oder was? Was ist Trickster? Was heißt Trickster? Erzähl Trickster, ey. Ist auch so Gang-Gang, skü-skü. Bestimmt, Alter. Okay. Weil da weiß ich, dann ziehen wir die gleichen Jacken an, dann denken die, wir sind Gang. Gott, bitte nicht. Nicht. Oh, was hältst du von der? Oh, schwierig. Gibt's auch in Blau, gibt's auch in Weiß. Achso, ne, ist ein andere. Gibt's in Gelb. Oh Bruder, die sieht aber, die sieht schon wieder fresh aus. Ja, die hab ich mir auch überlegt, aber... fand ich auch noch nicht so. Oder ich werd Biker, Digga. Direkt auf die Fresse geben. Direkt auf die Fresse. Geske, Papa. Weißt du, so eine College-Jacke ist aber halt arsch heiß, Digga. Ja, wenn die offen ist, dann easy. Ich zieh ein Poloshirt an, Mann. Seh ich mich eher, Digga. Einfach nur dreckig, Mann. Warum verkaufen sie dreckige Scheiße, Mann? Der Alte fuckt mich ab. Nehmen sie jetzt hier mal meine Scheißjacke. Fucken sie mich nicht ab. Guckst du dumm, hä? Ah. T-Shirts gibt's denn? Viele, Mann. Ich bin grad. Ah, du hast hier genügend Sachen, dass du da echt wirklich dich verkaufen könntest, als ob du der krasseste Street-Gangster bist, der gibt. Ja, Digga, das auf jeden Fall. Aber ich bin irgendwie immer in diesem, weißt du, in diesem, naja, wie soll ich sagen, Mann? Dass ich halt irgendwie nicht Street Gangster bin, sondern ich bin ja immer Businessman. Guck dir den Mantel an, der ist schon wieder sexy. Na gut, jetzt nicht in diese. Total, Digga. Okay, also, mir hat das so gefallen. So ist er solide, Mann. Also ist er schon wieder Schmutz. Ah. T-Shirt bis zu Arsch, Alter. Gibt's das? Ich habe immer in den Filmen gesehen, die haben immer so riesen Klamotten an. Ah, Oversize, das war das. Oversize, richtig. Entschuldigung, die Dame. Haben sie Oversize Klamotten? Fürs Girl. Ja, das ist doch gut. Ah, geil. Ja, Digga, ja! Oh, ja, Digga, ich hab's gefunden. Ich weiß, wo ich bin. Oh, Digga, wie gut. Warte mal, was gibt's denn hier alles? Sixpack? Ja, nee. Nee, das sind Bomben. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Hot Bikers? Nee, sehe ich nicht so. Peace, Love, Geld und Tod? Ja. Neonwürfel? Alles klar, ich bin hart. Get Metal? Wir müssen uns auch für morgen noch einkleiden wegen dem Rave, Digga. Ja, da kommen sie gangstermäßig hin. Ey, das ist ein Techno-Rave, Digga. Ich zieh den langen Mantel an. Da sehe ich mich. Ich komme da nicht mit dem Astronautenanzug. Sag ich so, wie das ist. Sag dir, ich komm da auch im Astronautenaufzug, also ich komm da.
Also, ich finde das super. Rette die Tiere, sonst töten die uns. Ja, so, ja. Scheiße, was hatte ich denn da gerade? So, jetzt brauchen wir noch irgendeine coole Hose. Ja, ich fühl's anders. Trainingshose. Bisschen Jogginghose. Bisschen Schlafanzug. Ja, Schmutz. Was hast du für 7 Drittel oder was? Boah, keine Ahnung, was das ist. Wildleder? Soll ich jetzt einfach Wildleder nehmen? Latexhosen. Oder das ist. Designer Jeans. Was gibt's denn hier für Designer Jeans? Das ist eine Designer Jeans. Siehst du die? Ja, ich sehe das, Alter. Findest du die gut? Das ist brutal, ey. Ich finde die auch brutal. Ich hab den Swag, Alter. Geh zu den Influencers und sagst, Kuska? Warum gehen wir eigentlich immer auf alle Leute, die wir nicht kennen? Nein. Ich hab die besten Schuhe. Fuck's irgendwie. Digga, willst du eine Wanderung machen oder was? Hey, damit geh ich morgen auf den Rave, Mann. Die Schwimmflossen. Ah, Digga. Da. Ah. Ich einfach nur Sneakers, Mann. Einfach nur Sneakers. Ah. Ich will einfach nur das fucking Hemd, was ich vorher hatte. Ich weiß nicht, ob die Hype top gut sind. Ja, die sehen aus wie Rennfahrerschuhe, Alter. Nee, Mann. Classic All Black. All Black Everything. Komm aus dem Geschäftsmeeting. Ich denke, ich krieg den Flow, Mann. Echt aus wie Rennfahrerschuhe, Alter. Leuchtschuhe, gibt's Leuchtschuhe? Geil, es gibt Leuchtschuhe, Mann. Bruder, fühlst du Leuchtschuhe? Digga, nicht für normal, Alter. So, ja, aber für morgen, oder? Chucks, ich sehe aus, als ob ich Chucks bräuchte. Genau. Ja, Mann. So, jetzt brauche ich noch eine krasse Kette oder Kopftuch. Der Totenkopf, nicht Topfkuh. Aber hat der Halstuch. Ja, Mann. Ich bin Halstuchträger. Gehört, gute Sache. Ey, komm. Armschmuck, was ist Armschmuck? Handbandana. Ach du Scheiße, du kannst hier ein grünes Handbandana bekommen, Alter. Ganz wild. Ja, Mann, will ich nicht, Mann. Will ich nicht. Ja, ich brauche eine andere Cap, Alter. Anglerhut. Rohhut. Ich hol mir einfach eine Felgenkette. Bruder, ich sehe doch solide aus, oder? Sehe ich solide aus? Total schön. Sag mal, was stört dich am meisten? Das T-Shirt. Warum? Find es gut? Ich finde es gut, Mann. Klar. Ja, ziehst du den Helm auf an, dann weißt du, was los ist, Alter.
Also ich weiß nicht, was du hast. Audi Cowboy. Noch aus Wildleder. Ah. Ich hab Spaß. Ich hab sehr viel Spaß. Und das war die beste Entscheidung, nochmal in den Einkaufsladen zu gehen. Ja. Ja. Das ist Gangster. Die Totenkopfkette. Wie ist es hier? Was lachst denn du? Ich geh gleich zu den Roten und frag nach Buba, Alter. Ich sag das, wie es ist. Und du sagst, yeah, was geht denn? What's poppin? Ah, so, hier, neues Outfit, Mann. Und wir machen das morgen mit dem Rave-Outfit. Dann wissen wir auch, ob wir wirklich da hingehen. Ah, so, pass auf. Zack. Nein. Wer hat sich denn da verschluckt? Weiß ich nicht. Ich sehe doch aus wie ein vertrauenswürdiger Geschäftsmann, oder? Naja, auf jeden Fall. Bin ich auch. Weiß ich, ich brauche noch eine Cap, die dazu passt. Ja, also ich sehe doch fresh aus, Mann. Komm. Sag mal, ich sehe fresh aus. Dreht mal noch ein, zwei Stückchen vor. Hä, das sind bewaffnete Tiere, Mann! Lass mal zu den Coppers gehen und sagen, ich bin schwer bewaffnet. Und dann zeigst du einfach auf mein T-Shirt. Ja, nee. Doch, Mann! Komm bitte, ich bin der 08150, ihr Alter. Ja, komm bitte. Komm, den Witz können wir doch jetzt noch machen. Wir sind eingedrungen, das Leben ist schön. Du bist eingedrungen. Ja gut, vielleicht. Ich bin aber auch müde, wie so. Alter, ich muss mal jemanden anrufen. Den kann man anrufen. Nuke. Nuke ist Nuke da. Nuke ist nie da, Alter. Nuke ist einfach einmal da gewesen, einmal verschwunden. Sollen wir Dr. Asimov anrufen? Schönen guten Tag, Freiheit! Was geht ab? What's poppin'? What's crackin'? Ich bin reich! Nein? Okay, gut. Ich sehe schon gut aus. Also Liam, Alter, ich sehe schon gut aus. Kann schon nichts sagen, hey. Also ich zieh damit schon die ein oder andere Dame. Ha? Einfach mal über den Tisch. Herr Bruder, du siehst aus, als ob du von den Gelben kommst, Mann. Ja. Undercover-Training oder was? Ja. Ja, weiß Bescheid. Bist du Körper? Ich bin Körper. Der andere kann er. Undercover-Copper. An der Kante, oder was? Ja, an der Kante. Gibt's nichts Gescheites. So, gut. Alter. Digga. Gottes Willen. Ich bin super. Komm, lass mal kurz entweder Cop oder Central Park. Mann, ich muss das präsentieren. Jetzt schließt er nicht auf. Ja, kannst du morgen machen. Nee, Bruder, bitte. Komm, ich hab Spaß. Ich will nur gucken. Wenn du bei Vernunft. Das können wir gerne machen. Nein, Bruder, komm schon! Komm schon, Bruder, sei kein Spießer! Ich bin kein Spießer, ich war nicht vor Schlimmeres. Was ist denn das große B hier? War doch vorhin noch nicht da. Halt mal an! Ach, das ist der. Q6. Ja, was hat er
Reifen Boombox auf seinem Auto. Ey Digga, das fühle ich. Ja, 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 jemand zu Hause? Hallo? Jemand da? Irgendwie unter der Hebebühne oder so? Hey Mann, okay. Ja, Heide. Fertig. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ja, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, Mann. Bruder, helf mir. Ich muss hier einsteigen. Das ist Opa-Bommel. Keine Ahnung, was Opa-Bommel ist. Das ist Opa-Bommel. Digga, Vasi, was geht denn ab, Alter? What's poppin'? Lebst du auch noch? Streamst du auch noch, Alter? Ich wollte dich eigentlich raiden jetzt gleich. Es ist jetzt halt echt beschissen, dass du jetzt da bist. Eigentlich habe ich für das anders. Könntest du nicht nochmal live gehen und ich raide dich dann? So, das wäre eigentlich viel cooler gewesen. Wie geht's? Wie steht's? Was geht, Alter? Was habt ihr gezockt? Ich hoffe, ihr hattet einen nice Stream. Ja, sorry, ich war schneller. Ja, nee. So geht es nicht, Mann. Also, nächstes Mal möchte ich bitte die Absprache, ne? Oh, Bruder! Ja, alles safe. Ja, alles klar, Bruder. Ja, ich kotze dir gleich noch aus dem Fenster, ich sag's dir, wie es ist. Soweit gut und selbst alles fresh, ja, alles easy, alles entspannt. Er ist geflogen im Golf, Golfit. Was ist ein Golfit, Alter? Was? Golfit? Lass mich raten, ein Golfspiel. Ey, Bratte. War mal nicht so, als ob ich jetzt gleich kotzen müsste. Ey, kotzt dir sonst hier noch im Dreieck? Außer du fährst im Kreis, dann im Kreis, ey. Da fahr ich lieber im Kreis, da machst Fenster noch auf, dann auf der anderen Seite wieder rein. Da ist hier rechts einmal Kreisel ab, oder? Ja, klar. Kurz den Hut abfahren, weißt du, ey. Kurz den Hut abfahren. Kurz abchecken, ob da ein Roger ist, weißt du? Roger in Kambodscha, hä? Roger in dem Kambodscha, ey. Easy, ja, ich glaube, ich brauche ganz dringend jetzt ein Bett, Mann. Das glaube ich auch. Ah, easy. Ah, Bruder. Ah, ich wollte schon eigentlich noch mein Outfit zeigen, weil mein Outfit ist schon... Ja, nee, das ist zu wild. Ah, lass mich mal aussteigen. Oh, ey, yo. Bruder. Ich weiß nicht, was du hast, aber mein Outfit ist das einzig wahre. Hast du zugeschlossen? Na klar. Hast du auch Kofferraum zugemacht? Na klar. Nicht, dass irgendeiner reinpisst oder reinkackt. Ich sehe so gut aus. So gut sah ich noch nie aus. Das ist einfach ein Träumchen, hey, wie ich aussehe. Ein Träumchen. Ah, jetzt komm hier raus. Träumchen. Guck mal, der wohnt immer noch hier, der Dummkopf. Aber der wohnt eigentlich hier gar nicht. Natürlich. Einspaziert. Nächstes Mal kannst du auch die Tür zumachen, ne? So. Ah, easy. Die Couch oder dem Bett? Ich nehme die Couch, weil du wiegst ja wieder im Bett. Genau, Digga. Easy. Ja, Bruder, Alter, gutes Nächtle schon mal, ne? Und bis dahin unterhalten wir uns nicht. Easy. Also in diesem Sinne, ihm gutes Nächtle, gell? Wir sind schon reingehauen, wir hören uns morgen. Wir hören, sehen uns morgen, du Pisser. Shalom, Alter! Vielen lieben Dank für dein Follow, herzlich willkommen bei den Spezi-Tracks. Sie nennen mich den Medic, der Retter in der Not. Bewaffnet mit Pflaster, ein klein wenig Schrot. Ich hol dich zurück, keine Angst.